Einen wunderschönen guten Morgen. Werteorientierte Führung, das ist das Thema zum heutigen Sonntag mit Michael Hillmann, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Hallo, lieber Michael. Guten Morgen, lieber Steffen. Jetzt hat gerade eben alles wunderbar funktioniert und jetzt höre ich dich wieder gerade ein bisschen schlechter, aber ich hoffe, wir kriegen das gleich irgendwie wieder hin. Gut. Lieber Michael. Ja, genau. Lieber Michael, wir kennen uns ein paar Tage inzwischen, hatten auch mal irgendwann die Bühne geteilt. Das war, glaube ich, Ende 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo wir beim Rednerabend sprechen konnten miteinander. Und unser Thema heute geht ja um das Thema werteorientierte Führung. Jetzt habe ich im Vorfeld auf die Vorbereitung heute mir mal Gedanken gemacht, wann habe ich so wirklich, wirklich bewusst das erste Mal werteorientierte Führung erlebt oder mal wirklich Führung erlebt. Und das war bei mir in der Schule und da aber gar nicht mal so in den ersten Klassen, die habe ich gar nicht so in Erinnerung, sondern in dem Fall die Klasse 11, 12, 13, die Oberstufe in dem Fall auf dem Wirtschaftsgymnasium von unserem Klassenlehrer. Aus deiner Sicht, was macht denn einen guten Leader, eine gute Führungspersönlichkeit aus? Ich glaube, dass man hier ganz klar sagen kann, dass die Führung ja bei einem selbst anfängt. Und für mich ist hier ganz entscheidend, dass man reflektiert ist, dass man ja sich letztendlich seiner Werte bewusst ist. Ja, wenn wir über werteorientierte Führung sprechen, dann ist das aus meiner Sicht fundamental, dass man weiß, welche Werte hat man selbst und was möchte man letztendlich vermitteln. Denn ich bin jemand, der sehr stark darauf abzielt zu sagen, als Leader, als Führungskraft sollte man Vorbild sein. Man kann nur das von anderen Menschen erwarten, was man selber vorlebt. Und das ist für mich das Entscheidende an dieser Stelle. Okay, finde ich einen super spannenden Ansatz. Das heißt, von mir aus kommend auf andere zu übertragen. So habe ich das jetzt gerade eben verstanden. Das kann man so sagen und das war auch in der Zeit, in der ich selber ja auch Personalverantwortung hatte, in der ich Führungsverantwortung hatte, war das für mich immer entscheidend, ja, dass ich das vorlebe, was ich auch von meinen Mitarbeitern erwarte. Also ich glaube, das ist wirklich das, worauf es ankommt. Okay, alles klar. Jetzt ist im Endeffekt die Frage, die erste, die ich an dich stelle, oder eine der ersten Fragen, die ich anstellen will. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und bin dort eine Führungsperson oder Führungspersönlichkeit, da habe ich immer früher unterschieden in diesem Zusammenhang. Gibt es da Unterschiede zwischen der Führung in einem Konzern und einem familiengeführten Unternehmen aus deiner Sicht? Das wird schon so sein. Also ich glaube schon, wenn ich jetzt selber ein Unternehmen aufgebaut habe, ja, ein Familienunternehmen letztendlich dann sich daraus entwickelt, welches größer wird, aber was irgendwo ja die Wurzeln in dem Gründer hat. Ich glaube schon, dass es dann nochmal einen Unterschied gibt zu einem Konzern, wo es ja dann in der Regel auch um angestellte Führungskräfte geht, die auch mit gewissen Erwartungen dann natürlich auch betraut sind. Wenn ich selbst das aufgebaut habe, dann hängt mein Herz dran, dann habe ich meine Vision, da habe ich meine Mission. Ich glaube schon, da gibt es auch gute Beispiele, auch gerade in Deutschland, wie hier Führung funktioniert. Es gibt sicherlich da auch noch so diese Patriarchen, ganz positiv gemeint, ja, die also wirklich mit Herzblut vorneweg gehen, auch diese Verantwortung ja auch in der Haftung dann haben, im Gegensatz eben vielleicht zu Strukturen in Konzernen, ja, wo wir ja dann doch ja auch mit Themen wie Sandwich-Position und dergleichen zu tun haben. Also ich denke schon, dass in einem Familienunternehmen grundsätzlich dieses Thema Herzblut, ja, was für mich ja auch sehr entscheidend ist in allem, was ich tue, dass das dort eine größere Rolle spielt als vielleicht in Konzernen, wo doch zumindest auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja doch sehr ergebnisorientiert gearbeitet wurde, das Thema Konkurrenz auch intern, ja, zum Beispiel eine wesentlich größere Rolle spielt. Die ersten Kommentare kommen schon rein und liebe Zuschauer, genauso soll es sein im Endeffekt, dass wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, schreibt es in den Kommentaren rein, egal ob ihr über Facebook, LinkedIn oder YouTube euch eingeschaltet habt.
Wir freuen uns sehr darüber. Die Marga, die du anscheinend auch kennst, lieber Michael, schreibt schon und grüßt uns beide. Und wir haben auch schon die erste Frage vom Dirk Raske. Und zwar fragt er, welche Werte stehen für dich persönlich im Vordergrund oder welche sind in dem Fall sehr wichtig aus deiner Sicht heraus? Ja, das beantworte ich sehr gern. Auch erstmal von meiner Seite guten Morgen an diejenigen, die uns schon zuschauen. Also für mich gibt es so Werte wie Respekt, ja, Fairplay, Loyalität, die für mich immer wichtig waren, auch in der Tätigkeit, die ich eben unmittelbar als Führungsperson hatte. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Man muss einander vertrauen können, man muss sich aufeinander verlassen können. Und ich glaube ganz einfach, dass es dieser Umgang miteinander ist, der letztendlich dann auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie erfolgreich man dann letzten Endes auch ist. Jetzt hast du gerade eben gesagt gehabt, Fair Play, Respekt, Loyalität. Finde ich jetzt total super, weil ich zu zwei von diesen drei Punkten ganz explizit schon mal eine Frage stellen möchte. Das eine ist das Thema, was bedeutet für dich in dem Fall Fair Play? Ich kenne eine Studie in dem Fall, die mal gemacht wurde. Was empfinden Menschen als fair, wenn sie zum Beispiel ja Geld geschenkt bekommen könnten und müssten das weitergeben oder nicht weitergeben? Ab wann empfindet es jemand als unfair? Was ist für dich in dem Fall Fair Play? Wie zeigt sich sowas an einem praktischen Beispiel? Hier ganz klar dieses praktische Beispiel, was ich ja im Fußball hatte. Und Fußball ist ja nun auch ein Metier, in dem Fairplay propagiert wird, was auch letztendlich ja sehr, sehr wesentlich sein sollte, auch im Umgang, ob das jetzt konkret auf dem Platz ist oder eben auch im Umfeld, wofür ich ja auch mitverantwortlich war. Fairplay hat für mich einfach was damit zu tun, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeitet, dass man mit positivem Beispiel vorangeht und letztendlich aber auch sicherlich mit vielleicht auch Fehlern, mit Unzulänglichkeiten so umgeht, dass letztendlich da ein wertschätzender Umgang miteinander erfolgt. Ja, es gibt ja sicherlich immer diese rechtliche Seite auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch das Menschliche. Und das miteinander zu verbinden, das ist etwas, was mir immer wichtig ist. Also man kann auch sagen, es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Ja, es gibt nicht nur immer das geschriebene Gesetz, sondern auch diese ungeschriebenen Gesetze. Und das mit Leben zu erfüllen, ja, sind wir letztendlich wieder bei dem Thema Herzblut. Ja, das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Darauf kommen wir dann gleich auch nochmal zu sprechen. Da habe ich auch ein, zwei Fragen vorbereitet. Die zweite Frage geht noch in das Richtung Thema Loyalität. Wo beginnt für dich Loyalität und wo hört sie auf? Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, den ich gerne danach erläutern möchte. Also ich muss an der Stelle sagen, ich staune schon etwas, dass man heute diesen Wert immer doch etwas heraushebt, weil für mich war es immer wesentlich. Und da komme ich jetzt einfach mal auch zu einer rechtlichen Seite. Für mich war klar, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, dann habe ich da gewisse Rechte natürlich, aber eben auch Pflichten. Und diesen sollte man sich doch bewusst sein. Auch hier wieder, die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt auch Dinge, an denen man arbeiten kann, Veränderungen, die man auch vorschlagen kann, wenn man das sieht. Das halte ich für ganz wichtig. Aber letztendlich war für mich immer klar, ich habe, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschriebe, eben auch bestimmte Pflichten zu erfüllen. Und sollte mir das nicht mehr möglich sein, dann muss ich selber damit zurechtkommen und auch gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Also das ist etwas, was ich für fundamental halte. Und das bezieht sich natürlich auf beide Seiten, auf den Arbeitnehmer, aber auch auf den Arbeitgeber. Ja, also der Arbeitgeber kann erwarten, dass der Arbeitnehmer loyal zu ihm steht. Genauso kann der Arbeitnehmer es auch von seinem Arbeitgeber erwarten, dass er hinter ihm steht. Also es ist schon letztendlich eine zweiseitige Geschichte, aber ich muss schon sagen, heutzutage wird mir doch ab und zu gefühlt, ja, zu sehr darüber gesprochen, dass es ein besonderer Wert sei, loyal zu sein. Und da muss ich sagen, das sehe ich schon etwas problematisch.
Also ich frage aus dem bestimmten Grund, weil ich irgendwann eine Situation hatte in der Vergangenheit, in dem ich mal ja, gebeten wurde, Daten weiterzugeben, an die ich gelangt bin, die, na, ich sag mal, etwas zweifelhaft in dem Fall waren und es meinem Arbeitgeber nicht weitergegeben habe. Und dann wurde mir eben vorgeworfen, ich wäre illoyal. Und daher ist die Frage, wie siehst du so etwas? Ist es illoyal? Ist es eher Dummheit von meiner Seite damals gewesen, was du jetzt auch in dem Fall gut zugestehen kannst? Wie war es von der Seite? Ich habe es dann nicht gemacht, aber mir wurde halt vorgeworfen, ich wäre illoyal. Kenne ich diesen Einzelfall nicht gut genug, aber ich habe natürlich so eigene Beispiele, wo man vielleicht auch mal in einen gewissen Konflikt geraten kann, die mir dann auch irgendwo ja, wieder gegenwärtig werden. Ich glaube, wenn man diesen Wert zusammensieht mit den anderen, die ich genannt habe, vielleicht auch hier ganz bewusst mal dieses Thema Gewissen mit einbringe, ich glaube, dann kommen wir gut voran. Ich habe immer sehr darauf geachtet, was sagt mir meine innere Stimme? Ja, da gibt es auch Grenzen, da gibt es vielleicht Graustufen. Ja, deshalb würde ich mir jetzt in dem konkreten Fall kein Urteil erlauben wollen, aber ich glaube, dass man ganz gut mit solchen Themen zurechtkommt, wenn man auf sein Gewissen hört, in sich reinspürt, was ist jetzt gerade das Richtige. Okay, ganz lieben Dank für diese Info. Ich möchte jetzt auch noch mal kurz wieder einblenden, ein paar neuere Kommentare. Zum einen der Florian, der sich entschuldigt, dass er ein bisschen zu spät dabei war. Und das finde ich wiederum ganz spannend und interessant, Gunther Hörnig fragt dich, lieber Michael, ob du mal was zur Inklusion sagen kannst, was im wenn dem Fall auch euch beide betrifft. Weiß ich nichts Näheres dazu. Und vielleicht ist es sinnvoll, nochmal das Thema Inklusion erstmal noch kurz zu benennen für alle diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Ja, Inklusion ist ein Thema, was mich selbst auch im Fußball bewegt hat. Also wir haben verschiedene Programme damals umgesetzt, die also auch Menschen mit Handicap galten, Menschen mit Migrationshintergrund, wo es also darum ging, diese ja einfach aufzunehmen in diese Gemeinschaft und zu integrieren und natürlich Programme zu entwickeln, dass sie einfach sich als ganz normales vollwertiges Mitglied auch in dieser Gemeinschaft betrachten. Ja, also das war auch ein Thema, in dem ich selbst also sehr aktiv involviert war, auch mit Unterstützung von Programmen, die von der Politik aufgelegt wurden. Also ein Thema, was mich selber auch schon seit langem begleitet hat und was jetzt die konkrete Anfrage hier vom Gunther Hörnig betrifft. Guten Morgen, Gunther, an der Stelle. Es ist eben das Thema, dass wir also auch gerade gemeinsam daran arbeiten, auch für ihn eine berufliche Perspektive zu schaffen, auch im Bereich eines Kleingewerbes und gerade dabei sind, nach Förderprogrammen Ausschau zu halten, um also solch eine Begleitung dann auch finanzieren zu können, so wie ich das ja auch mit Menschen umsetze, die zum Beispiel aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen oder eben andere Programme in Anspruch nehmen können. Was ich sehr häufig erlebt habe, und da bitte ich um deine Meinung, ich erlebe sehr häufig, dass in Unternehmen es vorkommt, dass die Unternehmer sich Werte aufschreiben, sie oftmals auch auf eine Homepage stellen und diese, jetzt wiederum auch eine Abhängigkeit wahrscheinlich von der Größe eines Unternehmens, aber gar nicht mit Inhalt leben, sondern nur weil sie sich gut anhören. Ist das deine Erfahrung auch oder wie können im Endeffekt kleine, mittlere Unternehmen aus deiner Sicht heraus im Werteprozess die ideal ermitteln? Ich glaube, dass es schon eine größere Herausforderung ist, je größer auch die Organisation ist. Ich kann das aus dem Fußball durchaus auch sagen. Wir haben natürlich in den Jahren, in denen ich also auch mitverantwortlich war, im Landesverband Brandenburg ja konkret und dann natürlich auch mittelbar, was den Deutschen Fußballbund betrifft, haben wir natürlich häufig an solchen Themen gearbeitet. Und die Umsetzung, ich sage es jetzt mal ganz banal, die hängt letztendlich an den Menschen. Ja, ich glaube, dass es zunächst mal darauf ankommt, dass wirklich eine ganz klare Vereinbarung besteht zu Themen wie zum Beispiel einer Verbands- oder Unternehmenskultur.
Ja, das muss gewollt sein. Das muss auch von der Spitze gewollt sein. Ansonsten ist es schon mal schwierig. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man die einzelnen Menschen mitnimmt. Auch da gab es Programme, die ich erlebt habe, wo also auch regelmäßige Coachings stattfanden für Führungskräfte, verschiedene Weiterbildungen organisiert wurden. Und trotzdem ist es dann natürlich so, nicht jeder Mensch ist auch persönlich offen für Veränderungen. Da kann es dann durchaus mal zu Konflikten kommen. Also grundsätzlich die Aussage, je größer das Unternehmen, desto größer die Herausforderung. Im kleineren funktioniert das natürlich besser. Und wenn wir dann wieder zum Thema Familienunternehmen kommen, wenn wirklich eine, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, familiäre Atmosphäre gelebt wird, ist das natürlich einfacher, als wenn wir wieder diese sogenannten Konzernstrukturen haben, wo doch so nach meiner Erfahrung dann doch eher auch intern so Konkurrenzdenken herrscht und nicht dieses Miteinander. Okay, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte für mich eine These aufgeschrieben gehabt im Vorfeld und das war im Endeffekt auch abgeleitet in dem Fall, dass du mit dem Fußball ja zu tun hattest, mit dem Landesverband Brandenburg. Und da ging es im Endeffekt darum, dass ich sagte, Werteorientierung, Führung kann in einem Unternehmen, was ich sage jetzt mal größer 1000 Mitarbeiter ist, gar nicht wirklich gelebt werden. Wirst du diese These komplett widersprechen, teilweise? Wie siehst du es? Ich würde noch mal das Wort Herausforderung betrachten. Ich glaube, Ist nicht schlecht. Ist gut. weiß, dass ich meine Diplomatie gelernt habe. Also ich glaube, eine absolute Aussage ist schwierig. Wenn ich sogar das Ganze mal noch größer fasse und mal anschaue, was gerade so in unserer gesamten Gesellschaft vonstatten geht, dann sehen wir ja, wie schwierig das ist. Also auch bestimmte Werte, die zwar irgendwo auch gerade in unserem Land irgendwo propagiert werden, aber dann auch umzusetzen. Und ich persönlich habe eben die Erfahrung gesammelt und habe deshalb also auch den Weg in die Selbstständigkeit gewählt, um Menschen im Einzelnen zu unterstützen, also auch diese Bewusstseinsgeschichte umzusetzen. Denn dann sind wir irgendwann natürlich auch bei dem Thema, dass man das Gefühl hat, man würde missionieren. Das ist immer schwierig. Ich glaube, wir dürfen erkennen, dass wir immer an die einzelnen Menschen heran müssen, wenn wir Veränderungen bewirken wollen. Und dann sind wir wieder beim Thema Vorbildwirkung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Kann ich absolut nachvollziehen, lieber Michael. Denn also wir haben ja gerade im Sportbereich und gerade beim Fußballverband ja sehr lebhafte Zeiten, so möchte ich es mal formulieren. Und gerade bei Deutschlands liebsten Kind eben dem Fußball. Und diese ganzen Diskussionen, die ja momentan durch die Presse gehen, was hat das aus deiner Sicht für Auswirkungen auf den Sport einerseits und was hat es dann natürlich in einem zweiten Schritt für Auswirkungen auf Unternehmen? Also jetzt, wenn jetzt der Sport als Unternehmen betrachtet werden würde, andererseits. Ja, also was die konkreten Entwicklungen betrifft, verfolge ich das durchaus mit Sorge. Das will ich ganz klar sagen. Wir sind natürlich dann wieder an dem Punkt zu sagen, was wird dort vorgelebt, ja, an Werten? Welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf Mitarbeiter? Also es gibt dort natürlich mittlerweile auch vieles, was eben leider auch über die Öffentlichkeit dann ausgetragen wird. Das ist natürlich alles nicht gut. Ich glaube allerdings, es gibt ja diesen Satz, den man meines Erachtens sehr häufig gebraucht. Ich sage Ihnen dann einfach nochmal, die Krise als Chance. Das sehe ich auch hier, dass also auch hier Prozesse angestoßen werden, um sich bewusst zu werden, was soll also auch zum Beispiel der Deutsche Fußballbund letztendlich für Rolle hier ausführen, was ist wichtig. Eben auch, weil du sagst, den Sport letztendlich natürlich ja auch im Fokus zu haben, weil man ist verantwortlich für irgendwo 7 Millionen Mitglieder, für über 25.000 Vereine in Deutschland, in denen Fußball gespielt wird.
Die schauen natürlich auch vielfach dorthin, was passiert an der Spitze. Und insofern glaube ich aber, dass das erkannt ist, dass es so nicht weitergeht, dass hier also auch gewisse Veränderungen notwendig sind. Wie die aussehen, das müssen andere Gremien entscheiden. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, also auch hier diesen Prozess umzusetzen, der in Richtung Bewusstsein geht, der in Richtung Vorbildwirkung geht, in klare Prozesse und Strukturen. Jetzt ist es so, dass aufgrund deiner Ausführungen von vorhin, der Dirk gesagt hat, Werte müssen gelebt werden und vor allen Dingen auch vorgelebt werden. Eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist verheerend. Wir wissen ja heutzutage, dass wir ja lernen durch unsere Spiegelneuronen. Wir beginnen als kleines Kind und führen das, glaube ich, bis ins hohe Erwachsenenalter dementsprechend auch mit bei. Das heißt, die Vorbildfunktion von Unternehmen, von den ja, Menschen, die diese Unternehmen leiten, spielt damit eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Ist es auch für dich so? Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch ganz gut, mal ein Thema mit in die Diskussion zu werfen, was ja das Thema Macht ist. Es gibt ja auch diese Aussage, ich habe nochmal nachgeschaut vom früheren US-Präsidenten Lincoln, der gesagt hat, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, dann gib ihm Macht. Wir dürfen das nicht negieren. Und ich halte auch Macht per se nicht für falsch oder für negativ. Die Frage ist immer, wie geht man damit um? Und dann sind wir wieder beim Thema Bewusstheit. Was kann ich damit bewirken? Wenn Macht ein Instrument ist, um mich selbst zu schützen, ja, dann ist es eigentlich nicht das, was es sein sollte. Denn Macht sollte ja letztendlich denjenigen auch vor allem dienen, für die man verantwortlich ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man hier nicht vergessen darf. Ich habe, wenn du jetzt gerade das Wort Macht ansprichst, erinnere ich mich an eine Zugfahrt, die ist jetzt bestimmt 6, 7 Jahre her. Und ich bin in Leipzig eingestiegen und im Abteil saß dann jemand aus Dresden in einer sehr verantwortungsvollen Position einer Bank. Mehr möchte ich jetzt dazu momentan nicht sagen, wer es genau war. Und wir kannten uns flüchtig und sind dann ins Gespräch gekommen. Und dann fragte ich ihn, was ihn denn antreibt. Und ich bekam die Antwort Macht und war da im ersten Moment völlig irritiert und fragte dann danach und sagte, ja, es geht um die Macht gestalten zu können. Das ist das, was ihn antreibt. Ist vom per se ist ja erstmal auch das nicht nachteilig, sondern die Frage ist ja eher, und das mag ich jetzt nicht beurteilen wollen, wenn ich wie nutze ich diese Gestaltungsmacht aus, um Sachen gestalten zu können? Ist das so die richtige Formulierung? Also sehe ich genauso. Deshalb habe ich ja auch gesagt, ich sehe es per se nicht als negativ an. Aber wir wissen natürlich auch, was Macht mit Menschen machen kann. Das ist leider so. Und dann kommt es wieder auch aus meiner Erfahrung auf das Umfeld an, in dem man tätig ist. Also welche Kultur wird dort gelebt? Was ist da so an Glaubenssätzen zum Beispiel so aktuell? Also ich habe zum Beispiel auch lange Zeit die Erfahrung gesammelt, dass für eine Führungskraft so gefühlt das Entscheidende sein sollte, Durchsetzungsfähigkeit. Ich halte Durchsetzungsfähigkeit für sehr wichtig, um das ganz klar zu sagen. Aber wenn man es letztendlich dann so als das alleinige oder das prägende Merkmal sieht, glaube ich, da fehlt doch noch einiges, um zumindest nach meinem Verständnis und nach meinen Vorstellungen dann also auch eine werteorientierte Führung zu organisieren, über die wir hier sprechen. Also das sind natürlich auch so Prozesse über Jahre, Jahrzehnte, ja. Wie wurde Führung gelebt? Ja, herrsche und teile, ja, Befehl und Gehorsam. Jetzt mal als vielleicht extreme Begrifflichkeiten und Erfahrungswerte. Aber ich glaube, wir sehen doch ganz deutlich, dass das in der heutigen Zeit auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, und dazu bedarf es natürlich auch beim Einzelnen auch bestimmter Prozesse, dass man sich bewusst ist, wofür ist man da, dass es nicht eine Schwäche zum Beispiel ist,
vielleicht auch mal eine Entscheidung zu korrigieren oder eben, dass es sogar stärkend ist, eben kooperativ mit seinen Mitarbeitern zu arbeiten. Also ich sage ganz klar, als ich Geschäftsführer wurde im Fußball, ich hatte nun die besondere Situation, aus einer vorherigen Mitarbeiteranstellung heraus Geschäftsführer geworden zu sein. Das heißt, diejenigen, die bisher meine Kollegen waren, waren dann auf einmal meine Mitarbeiter. Ich habe, glaube ich, damals mich nicht großartig verändert. Ich habe ganz klar gesagt, jeder ist auf seiner Position fachlich besser, als ich es sein kann. Ich muss mehr der Generalist sein. Da geht es auch um Vertrauen. Da geht es auch darum, Menschen mitzunehmen. Natürlich muss man dann auch mal das letzte Wort haben, ganz positiv gemeint, wenn es nicht anders geht. Aber es wäre irgendwo total A gegen mein Wesen gewesen und B auch überhaupt nicht erfolgreich, wenn ich jetzt auf einmal an dem Tag, an dem ich sozusagen der Chef geworden wäre, wenn ich jetzt dort auf einmal mit autoritären Gebärden fungiert hätte, das hätte nicht funktioniert. Das kann ich absolut nachvollziehen, lieber Michael. Das ist einfach der entscheidende Punkt. Wie schaffe ich es, in meiner Persönlichkeit so stark zu sein und auch in dem Fall die Führung zu behalten dann dazu? Mir fielen da so ein paar Führungsprinzipien ein. Vielleicht kommen wir da etwas später nochmals drauf. Ich möchte erst nochmal auf ein paar Kommentare eingehen. Zum einen hat der Gunther gesagt gehabt, er dankt dir, lieber Michael, für deine Worte und wünsche uns einen schönen Sonntag. Und dann kommt im Endeffekt eine Aussage noch von Florian, die möchte ich noch ganz kurz vorlesen. Mit Macht kann Großartiges geschaffen werden, ohne Frage. Die Haltung hinter der Macht ist wichtig und die Haltung wird maßgeblich von den Werten geprägt. Finde ich einen wunderschönen Satz, lieber Florian. Vielen Dank dafür. Möchtest du noch was ergänzen, Michael, dazu? Es ist alles gesagt. Ich kann nur den Daumen hochhalten. Wunderbar, Florian. Und dann ist die Frage noch, die der Günther in dem Fall stellt, ob du noch was zur Dampfschifffahrt in Dresden sagen kannst. Das ist etwas vielleicht für die Zuschauer, die das nicht wissen. Michael ist sehr engagiert im Bereich der Dampfschifffahrt und macht seine Coachings, so wie ich es auch seine Beratung, nimmt er anhand der Analogien in dem Fall nicht der Dampfschifffahrt allgemein, sondern der Schifffahrt, um eben wieder Menschen zu unterstützen, dabei auf den Kurs zu kommen. Und daher wahrscheinlich die Frage, die der Gunther an dich stellt, Michael. Magst du eben kurz antworten, bevor wir dann wieder auf den anderen Bereich zurückgehen? Ich kann das anhand auch der Thematik Führung vielleicht beantworten, Sehr schön. weil wir natürlich auch erlebt haben, die sächsische Dampfschifffahrt hat schwierige Jahre hinter sich. Sie hat im letzten Jahr Insolvenz anmelden müssen, nachdem wirklich verschiedene Probleme zusammengekommen waren, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass das Unternehmen so nicht mehr erhalten werden konnte und gerettet werden konnte. Aber was gut ist, was ich so empfinde, es gibt jetzt eine neue Führung, nämlich mit den neuen Eigentümern. Das sind Schweizer um den Herrn Robert Straupa aus Basel, die nach meinem Empfinden ganz klar das leben, was auch mir so sehr am Herzen liegt, nämlich mit Herzblut die Dampfschifffahrt, um das mit meinen Worten zu sagen, wieder auf Kurs zu bringen. Also es ist wunderbar nachzuempfinden, wie vorbildlich das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hier gelebt wird, wie man die Mitarbeiter mitnimmt, wie man eine Vision formuliert, hinter der sich also auch alle dann versammeln können. Also wenn man das mal in den Kontext unseres Themas heute setzt, für mich ein sehr positives Beispiel für werteorientierte Führung, was hier bei der Weißen Flotte in Dresden gelebt wird. Ganz lieben Dank schon mal dafür, weil die Weiße Flotte ist ja, ja glaube ich, die älteste Dampfschifffahrtsgesellschaft der Welt. Das wissen die allerwenigsten, habe ich so manchmal den Eindruck. Ich wusste es damals auch nicht, bevor ich mich das erste Mal dann sehr, sehr intensiv damit beschäftigen durfte. Ich habe eine weitere These an dich, lieber Michael. Und diese These lautet: Bei einer wertenorientierten Führung gibt es kein Work-Life-Balance. Das entspricht mir. Ich bringe einen anderen Satz von Konfuzius, der mal gesagt hat, wenn du liebst, was du tust,
wirst du nie wieder in deinem Leben arbeiten. Ich glaube, wenn man diese beiden Aussagen zusammenführt, kommen wir der Wahrheit sehr nahe. Ich kann eins sagen, ich habe meine berufliche Tätigkeit eigentlich schon seit jeher so empfunden, dass es für mich mehr eine Berufung war als ein Job. Also auch in der Anstellung und jetzt in der Selbstständigkeit ohnehin. Und man kann auch solche verantwortungsvollen Aufgaben nur wahrnehmen, wenn man diese Einstellung hat. Und wenn du jetzt auf die Führung abziehst, Steffen, das ist ganz klar, da hat man natürlich nochmal eine besondere Verantwortung, eben auch gegenüber den Mitarbeitern. Auch da wieder das Thema Vorbildwirkung, was entscheidend ist. Und ansonsten kann ich es wirklich nur so bestätigen. Letztendlich, glaube ich, hat jeder Mensch irgendeine Aufgabe in diesem Leben zu erfüllen. Wenn sich alle dieser bewusst wären, dann hätten wir überhaupt keine Probleme. Das ist jetzt natürlich absolut visionär, was ich sage. Aber wenn man sich Überhaupt das. nicht, überhaupt nicht, weil ich sag dir auch, warum ich jetzt gerade, warum du vielleicht mein Gesichtsveränderung gerade wahrgenommen hast. Ich sag dir jetzt kurz den Zusammenhang. Ich lese im Moment derzeit habe ich lese ich vor. Und ich lese vor, das erste Buch war im Endeffekt Das Kaffee am Rande der Welt, kennst du vielleicht? Das zweite Buch war Wiedersehen am Kaffee am Rande der Welt und das dritte ist jetzt das Big Five for Life. Weil genau darum geht es ja. Und du sagst gerade eben, du glaubst, dass jeder eine Aufgabe hat. Das ist ja in dem Fall, wenn du dir das Buch siehst, ist es eben Zweck der Existenz, der dahinter steckt. Und das nicht nur von den Menschen im eigentlichen Sinne, sondern es geht ja auch darum, das auf die Unternehmen zu übertragen. Also der Zweck der Existenz des Unternehmens in dem Fall. Und anhand der Big Five, also sprich diese Visionen, das wären ja im Endeffekt diese Big Five, diese dann umzusetzen. Deswegen finde ich das super spannend und bin völlig bei dir in diesem Zusammenhang. Ich kann dich da super gut verstehen. Also es ist ja so, dass wir nach wie vor vielfach die Situation haben, und du erinnerst dich an den Rednerabend, als wir 2019 beide dort zu Gast sein durften. Da gab es einen Vortrag, wonach, ich glaube, 75 oder noch mehr Prozent der Menschen in Deutschland mit ihrem Job unzufrieden sind. Ja, und das ist natürlich eine Zahl, die aus meiner Sicht alarmierend ist. Wir wissen auch, da gibt es Zwänge und es ist nicht jeder auf dem Pfad des Bewusstseins unterwegs, sondern man macht dann halt irgendetwas, um Geld zu verdienen. Und letztendlich kommt es dann dazu, dass wir dann eben das Wochenende herbeisehen, vielleicht den Urlaub, und dann geht es wieder von vorne los. Und deshalb sehe ich da auch ein Stück weit Verantwortung, Menschen also zu unterstützen, auch den Mut aufzubringen, sich diesen Themen zu stellen. Dazu zu kommen, dass man natürlich sagt, okay, wir haben heute zum Beispiel Sonntag und wir haben auch den Sonntag mal für uns als Ehepaar, und da gibt es andere Freiräume, ganz klar. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich jetzt sage, also ich bin froh, dass ich hier aus dem Büro kann, und dann schalte ich alles ab, was mich hier sozusagen mit meinem Geschäft bewegt. Das funktioniert nicht, und das funktioniert auch für angestellte Führungskräfte nicht. Und wenn es bei Angestellten ja so wäre, wäre vieles leichter. Es ist sehr spannend, dass du das sagst, und zwar auch nochmal aus einem anderen Hintergrund. Ich führe gerade regelmäßig Interviews mit einem, ich bezeichne ihn als Vorausdenker, ich möchte nicht sagen Zukunftsforscher, er selber möchte es auch nicht, mit dem lieben Christoph, der ist Ende Mai bei mir auch im Talk. Und wir machen regelmäßig auf Clubhouse solche Interviews in dem Fall dazu. Und er sagte im Endeffekt, dass aus seiner Sicht heraus die Firmen, die Unternehmen sterben werden. Und zwar die Unternehmen, die größere Einheiten bilden, weil eben es darum geht, dass jeder ja sich ein Stückchen weit selbst verwirklichen sollte und will. Ich weiß, dass es nicht alle tun, das ist mir schon klar. Daher gibt es ja auch das Thema der Angestellten. Aber dass genau eben darum eine wesentlich größere Dynamik drin wäre, wenn jeder für sich selbst die eigene Verantwortung übernehmen sollte oder müsste in dem Fall. Siehst du das ähnlich? Mit Sicherheit auch eine Vision, die dem, sage ich mal, doch sehr entspricht, was ich gesagt habe mit dem Thema Bewusstheit, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat, mit der er irgendwo geboren wurde, ne? Und ich kann es
vielleicht nochmal so aus der Erfahrung beschreiben. Im Fußball war für mich wirklich sehr, sehr erfreulich, dass ich fast ausschließlich Mitarbeiter hatte, die wirklich gebrannt haben für den Sport, für dieses Thema. Und ich hatte natürlich auch einige Angestellte, die haben in Anführungszeichen ihren Job gemacht. Das haben sie auch gut gemacht. Und insofern, wenn man mit einer Professionalität herangeht, wenn man dann auch wieder loyal an die Dinge herangeht, dann kann man zumindest also auch das umsetzen, was erwartet wird. Die Frage ist natürlich immer, macht einen das selbst auf Dauer glücklich? Und ich weiß auch, dass es dann für viele nicht vorstellbar ist, obwohl sie vielleicht bestimmte Dinge nicht so gut finden, dann auch eine Veränderung einzugehen und etwas völlig Neues zu wagen. Das ist mir schon bewusst. So, dann möchte ich nochmal die nächsten Kommentare wieder einblenden lassen. In dem Fall, Florian bedankt sich erstens mal fürs Feedback und sagt dazu noch, wo Freude im Spiel ist, wird die Aufgabe als beflügelnd empfunden. Ich nehme das mal so in Richtung des Thema auch, wie sagt man immer so schön, im Flow sein. Das war das Wort, was ich gerade gesucht hatte. Und Gunter Hörnig meinte, bitte, lieber Herr Becker, kommen Sie mal nach Dresden. Lieber Herr Hörnig, ich bin in Dresden. Aber ich lasse mich sehr gerne auf eine, auf eine, auf eine, auf eine Reise mit Ihnen ein. Das ist kein Thema in dem Fall dazu. Also ich lebe in Dresden, ich bin auch schon Dampfschiffer, aber habe noch keine Führung mitgenommen, wenn Sie das in dem Fall dann meinen würden, dann dazu. Lieber Michael, Frage noch eine weitere These, die ich einfach aufmache. Angepasste Menschen, die gegen ihre Überzeugung handeln, gibt es auf der ganzen Welt und verhindern den Erfolg eines gesamten Teams? Ja, nein, vielleicht? Ich kann mich an das Zitat erinnern. Ja, ich habe es etwas abgewandelt, ich weiß. Das darf ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich habe, das ist vielleicht aus verschiedenen Gründen ganz interessant, das hier nochmal einzuwerfen. Ich habe die Freude und Ehre gehabt, eine Rede mitzuerleben des Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann. Alfons Hörmann ist, wie mir bekannt ist, auch ein selbstständiger Unternehmer. Und führt also den Deutschen Olympischen Sportbund. Und er hat im Zusammenhang mit einer Jubiläumsveranstaltung des brandenburgischen Sports diesen Satz geprägt. Da ging es auch noch darum, dass es die Staatssicherheit nur in der DDR gab, aber eben angepasste Menschen gäbe es auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das ist eine sehr mutige Aussage, in der aber viel Wahrheit steckt. Ich will das nicht verurteilen. Ich bin generell jemand, der nicht verurteilt, sondern versucht immer Dinge zu verstehen, ja, gerade was menschliches Verhalten betrifft. Aber natürlich ist es so, wenn ich auf Dauer zumindest total gegen meine Überzeugung handle und mich übermäßig anpasse, dann sind wir vielleicht doch wieder an dem Punkt Loyalität. Ist das dann noch wirklich loyal, dass ich dann irgendwo vielleicht einen Vertrag erfülle, aber das dann doch nicht mit der Energie tue, wie es notwendig wäre. Insofern ist an deiner These, Steffen, glaube ich, sehr viel Wahrheit dran. Gut, und da fällt mir jetzt wiederum auch das Buch ein, was ich gerade gesagt hatte. Ich habe das ja schon mal vor 8, 9 Jahren schon mal gelesen gehabt, aber wenn du es nicht tust, immer wieder dir das bewusst machst, dann rutscht es immer hinten dran runter. Und da war die Frage drin, eben in der Big Five for Life, was glaubst du, wie viel Prozent, also in diesem Buch kommt es darauf, wie viel Prozent Produktivität leistet ein Mitarbeiter im Unternehmen? Ja, und das, wenn man sich das einfach mal runterbricht, was jeder dann auch mal einschätzt, beziehungsweise was man da ermitteln kann, das ist dann schon teilweise, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend dann dazu. Und welche Auswirkungen das für ein Unternehmen hat, dementsprechend noch mehr. Also im Grunde genommen, du hattest erst auch schon mal das Thema Motivation benannt im Zusammenhang mit der Macht. Und das ist etwas, was für mich immer entscheidend war. Was motiviert also auch gerade Mitarbeiter? Ja, kennen wir alles, diese extrinsischen Faktoren natürlich, vor allem aber diese intrinsische Motivation. Und wenn ich jetzt selber in mir nicht diesen Antrieb habe, auch an der Stelle zu wirken, wo ich mich wohlfühle, dann wird es Probleme geben. Also insofern sind wir da voll auf einer Linie, auch das praktisch auch zu wecken, diesen Mut, auch sich selbst mal diesen Themen zu stellen und zu sagen, bin ich am richtigen Platz?
Und kann ich dann auch das bewirken, was mich selbst erfüllt und was letztendlich der Sache dient, für die ich dann auch tätig bin? Absolut. Dann möchte ich jetzt nochmal auf den nächsten Kommentare kommen. Die Marga hat im Endeffekt geschrieben, sie war noch nie in Dresden und steht auf ihrer Liste. Marga, ich habe dich schon, glaube ich, 27 Mal inzwischen eingeladen, wie du weißt. Und ich hoffe sehr, dass du mal bald jetzt hier kommst und kommen darfst, weil wir könnten das ja aus beruflichen Gründen miteinander ja wunderbar verbinden. Denn wir haben ja auch noch eine Idee, die wir noch verwirklichen wollen, wie du wahrscheinlich noch weißt. Eine Frage noch zum Thema Führen und auch werteorientiertes Führen. Und jetzt nehme ich ganz besonders eine Zeit. Ich gehe jetzt mal bewusst auf einen negativen Bereich ein, lieber Michael. Meiner Befürchtung nach, und das ergab auch ein Gespräch mit dem Andrew Seidel, einem Rechtsanwalt, einem Insolvenzverwalter aus den vorigen Wochen, werden wir eine größere Anzahl von ja, Insolvenzen bekommen. Das heißt, die Unternehmen werden zunehmend in eine Krise kommen. Wie führen wir, wie führt man, wie führt jemand in Krisensituationen aus deiner Sicht heraus? Fällt da ganz spontan auch wieder eine eigene Erfahrung ein, die ich hatte. Ich war Anfang der 2000er Jahre im Präsidium meines Heimatfußballvereins Briesk Senftenberg tätig. Und wir hatten diese Situation, dass wir eine existenzielle Krise hatten. Also da ging es auch um viel Nachwuchsfußballer, da ging es um Tradition. Da ging es auch um natürlich Renommee, was dieser Verein Briesk Senftenberg über Jahrzehnte ausgestrahlt hat. Deshalb kann ich da einfach mich mal erinnern, wie wir damals mit der Situation umgegangen sind. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel, wie es gelingen kann, dies zu lösen. Natürlich kämen mir auch jetzt Parallelen zur sächsischen Dampfschifffahrt, aber ich sage es einfach mal an dem Beispiel, weil ich dort unmittelbar beteiligt war. Für uns war ganz wichtig, auch hier wieder das Thema Vorbildwirkung. Und ganz, ganz wichtig, Ehrlichkeit. Es hat letztendlich sehr geholfen, dass wir ehrlich die Situation beschrieben haben gegenüber den Mitgliedern, den Spielern. Wir haben auch, sage ich mal, den Verein gerettet, auf Kosten der sportlichen Erfolge. Also wir sind damals auch eine Klasse abgestiegen. Das war der Preis dafür, dass wir den Verein gerettet haben. Aber es ging ja auch um diese, wie man heute so schön sagt, Stakeholder, also Sponsoren, Partner, Stadt, Land etc. Es war wichtig, ganz klar zu sagen, wo liegen die Ursachen. Und da kommen wir auch wieder dazu, auch nicht Schuldige zu finden. Natürlich kann man im Nachhinein sagen, da gab es Entwicklungen Jahre zuvor, die man oder wo man anders reagiert hätte. Aber in der damaligen Situation konnten die Verantwortlichen das nicht tun. Und ich sage es mal einerseits mit einem gewissen Verständnis, auf der anderen Seite aber eben auch der Aufrichtigkeit über die Tatsachen umzugehen, war ganz, ganz wichtig. Und auch hier, es war ein Herzensthema. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Verein, ja, bei dem ich als kleines Kind schon Fan war und tolle Spiele erlebt habe und dann durfte ich dort mit Verantwortung tragen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Verein in die Insolvenz geht oder von der sportlichen Bildfläche verschwindet. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, generell lernen dürfen, auch in unserer Gesellschaft. Ich habe in verschiedenen Situationen in meinem Leben auch schon gehört, ich sei manchmal zu ehrlich. Und wenn man sich diese Aussage mal bewusst macht, dann glaube ich schon, dass wir da noch einiges zu tun haben, generell unserer Gesellschaft mit solchen Dingen umzugehen. Jetzt hast du etwas gesagt mit dem Thema Ehrlichkeit und mir fallen jetzt gerade eine Geschichte ein, die mir der in einem Prozess, einem Unternehmensübergabe mehr oder weniger. Ich kann dir auch gleich sagen, worum es gegangen ist. Es war also ein Weiterbildungsträger, der ist in einen anderen Weiterbildungsträger übergegangen. Oder zumindest mal die Beteiligungen sind übergegangen. Und der Geschäftsführer sagte zu mir: Mensch, Herr Becker, ich habe eins gemacht, ich habe sehr, sehr frühzeitig meine Mitarbeiter vollumfänglich über die Art und Weise informiert, wie der Stand ist, auch mit den Dingen, die gerade mal nicht so ideal sind.
Daher die Frage an dich, hältst du es für sinnvoll, das so zeitig immer zu tun, oder sind manchmal dann auch die Mitarbeiter in Anführungsstrichen vielleicht überfordert, dadurch ängstlich und dadurch nicht mehr produktiv? Wie ist deine Sichtweise drauf? Vom Grundsatz bleibe ich immer dabei, dass ich ein ehrlicher Mensch bin. Also was mich jetzt betrifft, mir fällt es wirklich schwer. Also ich kann jetzt nicht lügen, um es mal so zu sagen. Oder mir fällt es schwer, sage ich mal, Dinge nicht so auszusprechen, wie ich es für richtig halte. Das ist trotzdem eine Frage von Diplomatie. Ehrlichkeit kann man mit Diplomatie verbinden. Und es ist trotzdem nicht so, dass Ehrlichkeit zum Beispiel Vertraulichkeit ausschließt. Also es gibt Dinge, die man nicht sagt, weil sie vertraulich sind. Ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, wie ist der Stand? Ja, weil wenn jetzt zu viel unklar ist, dann bekommen ja Mitarbeiter auch Angst. Dann kommen irgendwann Gerüchte auf. Dann irgendwo werden Dinge konstruiert. Also ich habe es in anderen Situationen schon erlebt, dass eben über bestimmte Sachen gar nicht gesprochen wurde. Und dann sind genau diese Erscheinungen zutage getreten, die ich gerade gesagt habe. Also insofern sicherlich auch in sich reinspüren, wann ist eine Nachricht reif für den Empfänger. Da gibt es auch so Erkenntnisse. Ja, der Empfänger muss auch reif für die Wahrheit sein. Aber per se möchte ich es so sagen, jetzt nicht lügen, nichts beschönigen, ja, aber auch nichts dramatisieren. Wir haben natürlich eine Situation, auch wenn wir das auch wieder auf die gesamte Gesellschaft mal beziehen, hier ist sehr, sehr viel Angst im Spiel. Und ich habe nicht das Gefühl, dass unbedingt immer, ich sage es sehr vorsichtig wieder, nun wirklich darauf abgezielt wird, Ängste zu minimieren, sondern man lässt die Menschen in dieser Situation. Und das kann auch fatalere Folgen haben. Also insofern ehrlich, aufrichtig sein. Trotzdem natürlich auch bei der Wortwahl darauf achten, dass es also auch ja letztendlich der Mensch auch annehmen kann, was man ihm vermitteln möchte. Ja, du hast gerade eben die Zeit angesprochen, das sehe ich sehr ähnlich. Wir wissen ja, dass mit Ängsten ja teilweise auch Dinge, wie soll man sagen, gesteuert werden. Ich überspitze formuliert, provokant, Versicherungen sind ein Thema davon, wo du ja mit Ängsten arbeitest, im Endeffekt, um eben Schutz zu haben oder Angst vor Verlust von Hab und Gut, Angst vor Verlust von Leben, von Leib und Leben oder von Beschädigung in dem Fall dann dazu. Also insofern kann ich das absolut nachvollziehen und ich glaube, das ist aber eine andere Geschichte, da bin ich völlig bei dir. Das machen wir jetzt nicht auf, das Politische, weil da gehen wir in einen Bereich hinein, da wollen wir, glaube ich, beide heute nicht hin. Und ich möchte dir zwei ganz andere Fragen noch zum Abschluss stellen, wenn ich darf. Was war für dich dein unternehmerischer oder in leitender Funktion der größte Fehler, den du aus deiner Sicht begangen hast? Größte Fehler. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Vertrauen schenkt. Und ich habe sicherlich nicht immer, ich sage das sehr vorsichtig, das auch zurückbekommen. Es gab sicherlich Situationen, wo ich vielleicht etwas zu vertrauensselig war. Das betrifft aber auch andere, die mit ähnlichen Themen zu tun hatten. Aber da wird man, sage ich mal, etwas sensibler für bestimmte Dinge. Ja, das wäre das, was aus meiner Sicht so im Nachhinein zu verzeichnen wäre. Hat sich daraus für dich ein anderes Verhalten ergeben? Ich habe sehr deutlich gespürt, als ich den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass hier doch noch andere Faktoren wichtig sind gegenüber einer Anstellung. Man hat halt nicht dieses Netz unbedingt. Ich hab zwar sicherlich sehr gute Kooperationen aufgebaut und Netzwerke und mittlerweile kann ich sagen, ich bin total angekommen in dem, was ich jetzt tue. Aber der Weg dahin,
War natürlich auch geprägt von den Erfahrungen, die ich zuvor gesammelt habe. Ich durfte dann auch wieder so ein paar Sachen, die wir gerade besprochen haben, auch mal wieder loslassen, sagen, okay, jetzt in dem, was ich tue, ist Vertrauen das A und O. Ich kann keine Menschen begleiten, betreuen, unterstützen, wo nicht das Vertrauen gegenseitig da ist. Das ist ganz klar. Aber vielleicht ist es mit den Worten zu bezeichnen, ich bin auch ein sehr gutmütiger Mensch und diese Gutmütigkeit, Ja, ist klar. Ich weiß, was du sagen dass die willst. in einem guten Maße ist und dass ich dann auch hier wieder sehr diplomatisch gesagt, hin und wieder mal sagen darf, was das Wert, was ich gebe, das ist etwas so im Kontext mit den ganzen Erfahrungen, was sicherlich ein Lerneffekt war. Es ist spannend, wir hatten uns im Vorfeld ja ganz, ganz kurz mal unterhalten über das, was wir als Thema aufmachen. Und dann hatten wir uns ganz kurz über das Thema Struktogramm unterhalten. Deswegen muss ich jetzt gerade daran denken in dem Fall, weil du mir ja gesagt hast, welches Struktogramm du bist, wo ich sagte, das weiß ich schon, das hättest du mir nicht extra erwähnen brauchen dann dazu. Und dann ist mir klar, dass natürlich das in den ein oder anderen Situationen oder in welchen Situationen es eben dann zu sehr positiven Dingen kommt und wo es dann halt eben auch zu Herausforderungen kommen kann. Das ist ja völlig normal in dem Fall. Und jeder, der noch nicht, gerade nicht weiß, worüber wir reden, der meldet sich am besten bei Michael oder bei mir, dann erklären wir das euch in dem Fall dann dazu. Zweite Frage, lieber Michael, und da bin ich jetzt sehr neugierig drauf. Wir wissen heutzutage, dass 95% unserer tagtäglichen Entscheidungen, und wir treffen bis zu 20.000, nicht in unser Bewusstsein kommen, mehr oder weniger ein Automatismus, eine Routine, eine Gewohnheit ist. Jetzt bist du ja, du hast gesagt, du bist angekommen, du bist in deiner Art und Weise auch erfolgreich, wie du das für dich auch so definieren möchtest, weil jeder hat ja eine andere Definition davon. Was ist deine Erfolgsroutine, deine Erfolgsgewohnheit? Heute sage ich ganz klar, es ist das Thema die Verbindung von Authentizität und Professionalität. Und das war auch etwas, was mir von vornherein klar war, als ich gegründet habe. Man erwartet zu Recht, wenn man ein Unternehmen bucht oder mit einem Unternehmer zusammenarbeitet, dass dort die professionellen Voraussetzungen gegeben sind. Aber das, was für mich mindestens genauso wichtig ist, ist das Thema der Authentizität. Denn dann sind wir wieder bei zum Beispiel beim Vertrauen. Ich kann Menschen nur dort abholen, wo diese Basis gegeben ist. Und ganz konkret ist es ja bei mir so, dass ich also in den Bereichen heute Menschen berate, in denen ich selbst meine Herausforderung hatte. Da hat man gerade zum Beispiel das Thema Führung, die Erfahrung, die ich in einem großen Verband hatte, mit Strukturen, mit Prozessen, dann letztendlich den Weg in die Selbstständigkeit gegangen zu sein, aber eben auch bei persönlichen Herausforderungen. Ich berate ja Menschen auch bei privaten Krisen und insbesondere auch im Thema Trauer. Und das funktioniert nur so gut, weil ich dort selbst die Erfahrung habe, auch darüber spreche, was ich gelernt habe und Menschen vermittle, dass ich mich einfühlen kann, dass ich verstehen kann, was in einem anderen Menschen gerade in einer ähnlichen Situation vor sich geht. Also das ist für mich das ganz klare, wenn man so will, Erfolgsrezept, dies beides zu verbinden. Einerseits die verschiedenen Ausbildungen, die notwendig waren, also auch um letztendlich die Selbstständigkeit anzugehen, aber eben auch die eine Erfahrung, die sich damit verbindet. Prima, ganz lieben Dank. Jetzt der letzte Aufruf, sagt man mal so schön, auch an die Zuschauer. Für den Fall, dass ihr noch eine Frage an Michael habt, dann raus damit, weil ansonsten, ich bin mit meinen Fragen nämlich durch, lieber Michael, und möchte mich bei dir fürs Erste jetzt ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir diesen Sonntagmorgen genommen hast, um mit mir über das Thema Werteorientierung Führung zu sprechen. Ganz lieben Dank dafür. Ich weiß auch, dass du extra von zu Hause ins Büro gefahren bist, um auch nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig dir auch das Thema Fußball ist. Du hast ja, wie wir unschwer erkannt haben, im Hintergrund im Endeffekt das Trikot mit den, glaube ich, Unterschriften, so sieht es zumindest mal aus, drauf zu sehen. Und
Jetzt kommt noch gerade eine Meldung rein, die ich natürlich nicht vernachlässigen möchte, kurz einzublenden. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das auf die Schnelle gerade besonders gut hinkriege. Zack, hatte ich gehofft, dass ich die jetzt sehe. Ist aber nicht, dann mache ich das schnell anders. Tja, so ist das manchmal mit der Technik. So, in Gutmütigkeit steckt Mut, sagte Florian. Sehr spannend. Da steckt also im Grundsatz sehr Gutes drin. Finde ich wichtig, sich das zu Bewusstsein zu bringen. Was nicht bedeuten soll, nicht mal aufzupassen und gegebenenfalls auch mal zu kontrollieren, zur Überprüfung. Aber im Grundsatz ist Gutmütigkeit etwas Feines. Lieben Dank, lieber Florian. Und die Frage an dich, lieber Michael, gibt es etwas, was du den Zuschauern, Zuhörern noch mitgeben möchtest? Was mich die ganzen Jahre immer wieder begleitet hat, und ich schreibe ja darüber auch immer mal wieder kleine Blogartikel, ist dieser Weg letztendlich aus der Angst ins Bewusstsein und letztendlich dann auch in den Mut, ins Handeln zu kommen. Und das ist etwas, wozu ich tatsächlich ermutigen möchte, weil ich glaube, dass viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, du hast es gesagt, wir treffen zigtausende Entscheidungen jeden Tag, auch damit zu tun haben, dass wir eben vieles unbewusst machen, dass wir eben uns nicht diesen Themen stellen. Dazu möchte ich ermutigen, dazu möchte ich gerne beitragen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die sowohl bei privaten Themen als auch im beruflichen Kontext ganz wichtig ist und wo wir auch gerade merken, viele machen sich auf den Weg, und ich möchte einfach noch viel mehr Menschen ermutigen, also auch diesen Weg zu gehen. Und an der Stelle natürlich, Steffen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat richtig viel Freude bereitet. Ich hatte so vorher im Hinterkopf, dass wir so eine Art Fußball-Halbzeit gestalten. Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde. Ich glaube, das war sehr, sehr inspirierend, was wir hier gemeinsam Das war die heute früh Nachspielzeit noch vom bewältigt ersten, von, das war die haben. Nachspielzeiten der Verlängerung zwischen in Anführungsstrichen Werder Bremen und RB Leipzig dann so ungefähr. Die ging, glaube ich, auch 5 bis 8 Minuten länger oder sowas in der Richtung. Sehr gut. Lieber Michael, ganz, ganz lieben Dank. Nächste Woche, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, darf ich Jeanette Scheer begrüßen zu Gast, die du, glaube ich, auch kennst, lieber Michael. Und ich danke dir nochmals, wünsche dir und deiner Frau heute einen fantastischen Sonntag, wobei fantastisch kann man ja, glaube ich, bei diesen Wetterbedingungen, die wir gerade hier in Dresden haben, nur bedingt wahrnehmen. Und möchte mich nochmals, wie gesagt, ganz lieb bei dir und bei deiner Frau bedanken, dass ihr es möglich gemacht habt, du das möglich gemacht hast, hier dabei zu sein, und wünsche euch noch einen tollen Sonntag. Ja, auch lieber Steffen und allen Zuhörerinnen und Zuschauern einen schönen Sonntag. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.